Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für uns Freie Wähler war die Haushaltsklausur der Staatsregierung erneut ein großer Erfolg. Beispiel Klimapolitik. Bis zum Jahr 2100 könnte es in Bayern im Jahresdurchschnitt bis zu 5 Grad wärmer werden, wenn wir nichts gegen die globale Erwärmung unternehmen. Der Klimareport von Umweltminister Glauber zeigt deutlich auf, wie stark unsere Enkel und deren Kindeskinder davon betroffen sein würden. Wassermangel und Dürre auf der einen Seite, Starkregen und Überschwemmungen auf der anderen. Um das zu verhindern und einen wirksamen Beitrag zum nationalen und internationalen Klimaschutzbemühungen zu leisten, verstärkt Bayern seine Anstrengungen beim Klimaschutz nochmal. Das neue Klimaschutzgesetz der Staatsregierung wird ein richtiger Klimabooster. So wollen wir die Treibhausemissionen bis 2030 um mindestens 65% reduzieren und volle Klimaneutralität bereits bis 2040 erreichen. Kein Bundesland in Deutschland hat sich ambitioniertere Ziele gesetzt. Und deshalb sind wir stolz auf das starke Gesetz von Umweltminister Glauber. Der Staat nimmt seine Vorbildfunktion wahr und will bereits 2028 eine klimaneutrale Verwaltung erreichen. Städte und Gemeinden werden bei ihren Bemühungen noch stärker von staatlicher Seite unterstützt als bisher, zum Beispiel durch Klimalotsen. Und ein Förderprogramm für die Kommunen ist ebenfalls ein Teil des neuen Gesetzes. Dafür stellen wir die Klimamilliarde bereit. Jedes Jahr aufs Neue. Insgesamt haben wir nicht weniger als 100 Einzelmaßnahmen beschlossen. Deshalb bitte ich euch von Herzen, macht mit und tragt euren Teil dazu bei, unseren Nachkommen einen lebenswerten Planeten und ein liebenswertes Bayern zu hinterlassen. Danke dafür, sagt euch Benno Zierer.